Google Docs ist eine einfache Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Personen online an Texten zu arbeiten. Du siehst, ich habe schon viele Dateien mit Google Docs erstellt. Bei dir ist es möglicherweise noch fast leer. Ich tippe auf das Plus unten rechts und erstelle ein neues Dokument. Ich benenne es gleich und schon ist es bereit. Das soll ein Titel sein. Ich denke, mit der Benutzeroberfläche wirst du schnell zurechtkommen, wenn du schon einmal mit einer Textverarbeitung gearbeitet hast. Das sieht ja immer sehr ähnlich aus und in diesem Fall ist es speziell einfach gehalten. Hier hast du also alle Formatierungsmöglichkeiten. Ich möchte also ein Interview mit Andrea führen. Im Moment sieht sie meinen Text aber nicht. Ich muss ihn jetzt zuerst freigeben. Über diese drei Punkte oben rechts hast du die Möglichkeit freigeben und exportieren. Und hier kannst du mit Personen hinzufügen, ihre E-Mail-Adresse eingeben. Andrea Muster. Und sie soll natürlich bearbeiten können. Du könntest das auch einschränken, damit die andere Person zum Beispiel nur Kommentare hinterlassen darf, aber nicht selber im Text hineinschreiben kann oder sogar, dass sie nur lesen darf. Ich schicke das ab mit diesem Papierflieger und schon ist die Datei für Andrea freigegeben. Nochmals einen Blick darauf. Du kannst auch die Linkfreigabe aktivieren. Diesen Link kannst du zum Beispiel in eine Mail hineinkopieren oder in einen anderen Dienst. Der ist jetzt schon kopiert. Das heißt, alle Leute, die den Link kennen, die haben nun auch Zugriff auf die Datei. Wenn wir jetzt nochmals auf Personen hinzufügen tippen, so siehst du, dass neben mir als Besitzer eben diese Andrea eingeladen ist oder Zugriff hat und eben über dieses Kettensymbol auch die Linkfreigabe aktiviert ist. Leute mit dem Link, die können im Moment die Datei aber nur ansehen. Ja, schauen wir mal auf dem anderen iPad, wie das bei Andrea ausschaut. Wenn es noch nicht in ihrer Liste erschienen ist, ich habe jetzt nach unten gezogen und jetzt ist es drin. Manchmal wird das aber auch sehr unübersichtlich, wenn man viel zusammenarbeitet. Da kann man im Menü auf Für mich freigegeben tippen und hier sieht man chronologisch alle Dateien, die mit mir geteilt werden. Also Interview und mit einem Tipp auf das Stiftsymbol unten rechts bin ich im Bearbeitungsmodus. Andrea muss jetzt natürlich an die richtige Stelle des Textes tippen, um weiterzuschreiben. Und du siehst bei mir, wird das gerade in Echtzeit angezeigt. Man kann also ohne im selben Raum zu sitzen gemeinsam an solchen Texten arbeiten. Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit ist die Kommentarfunktion. Wenn jetzt Andrea zum Beispiel zu dieser Frage keine Antwort geben will, sondern eher einen Kommentar, so wird bei diesem Kontextmenü, das aufpoppt, wenn man etwas auswählt, Kommentar hinzufügen, eingeblendet und hier kann sie nun quasi wie in einem Chat darauf Antwort geben. Und ich wiederum sehe, da ist jetzt ein Kommentar gemacht worden, weil es so farbig markiert ist und ich kann auf diesen Kommentar mit einer Antwort reagieren. Andrea wiederum sieht meine Antwort. Mit klären könnte sie jetzt diesen Kommentar aber auch gleich wieder löschen.
Das wird zum Beispiel gebraucht, wenn ein Schreibfehler inzwischen korrigiert wurde. Du siehst also, man hat hier wie eine parallele Ebene, einen Chat, der die Arbeit, die gemeinsame Arbeit am Text begleitet. Ja, und ich denke, damit bist du eigentlich vorbereitet, um selber solche Texte zu erstellen und mit anderen Personen gemeinsam zu bearbeiten.